Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Goat Simulator 3 Lustige Dinge Let's Play. Ja, ich sehe gerade wieder ein neuer Bug. Toll, wie du da die Tasche trägst. Sehr schön. Wir nehmen mal ein paar Sachen an. Und. Okay. Gut, wir sammeln ein paar Objekte. Mülleimer. Und auch so eins. Okay, gut. Nochmals. Einfach. Das kommt runter. Lecken. Der macht mir Angst. Weg. Wir dürfen nämlich nicht irgendwie verhaftet werden oder so. Ein Stuhl. Yay. Ein Hamburger. Oder, ja. So Sachen. Okay. Lieber ein bisschen weggehen. Straßenschild kennen wir nicht mehr. Oh ja. So, so, wer guckt ja schon auf die Recycling, oder? Ach komm. Manchmal leckt er nicht und dann drücke ich wieder die F-Taste. Oh ja, genau. Flaschen müssen auch hoch. Oh, die Banane macht mir wieder Angst. Wir brauchen. Nein! Oh ja, Bälle und Vogelhäuschen und so. Geil. Können wir den Stein anlecken hier? Das ist weit weg. Okay. Ist wahrscheinlich schon fertig. Quests, Instinkte. Trage 25 Gegenstände. Es sind nur 25, ich dachte, es wären 40 oder so. Aber das waren ja die Kisten, stimmt. Lutsche auf einigen Bananen aus. Okay, wo haben wir Bananen? Jo, wir tun jetzt einfach irgendwelche Sachen beispielen hier. Oder warte kurz, wo war das mit den Instinkte? Hier bekommen wir gar keine Kleider oder so. Hä? Okay. Ändere die Farbe von Fahrrädern. Mit Helium zum Schweben, eine Ziege. Eine Rakete. Wir haben ja Raketen, oder? Rücken. Rocket Launcher. Ah, Helium Chaos, oder? Das ist aber keine Rakete. Ich muss irgendwo, wo es viele Leute gibt. Du musst 500.000 Geldautomaten, das ist ein bisschen zu kompliziert. Nein, ich wollte sehen, ob irgendwo Raketen sind. Feuerwerksraketen und Wasser. Ja, aber ich... Meine Güte! Lass doch die Leute nicht so extrem explodieren. Es explodiert einfach so mega viel. Aha, ist es übertrieben. Ja, aber treffen, weißt du? Treffen kannst du halt auch nicht. Das ist das reinste Chaos. Muss näher ran. Okay, das hab ich gewusst. Boah, es war einfacher, wenn man halt einfach irgendwie schnell wegkommt, oder? So, dann haben wir noch, sind jetzt wieder diese, hier.
Erschaffe schwebende Autos. Puh. Markiere das Gesicht des Gründers, Vaters. Das können wir eigentlich machen, ist aber ein bisschen weiter weg. Bagsy, was ist das Besitz? Ist jetzt wie ein Mensch. Da ist ein Angriffsblitz. Bagsy? Nein, Banksy. Puh. Und nach Dreck zu graben, ist das Besitz? Ich bin klug. Wo war das? Ei, das explodiert. Ich weiß gar nicht, wie man Leute ersetzt. Wie man Explosionen macht. Mal B-Punkte. man muss immer runter scrollen. Triff 5 Leute oder Objekte mit einem Schädel. Triff 10 NPCs. Bekleide die Polizei. Man kann irgendwie Kleider wechseln den Leuten. Ist jetzt irgendwie die Fashionista oder so etwas, kann das sein? Die Frage ist, welcher Gegenstand war das schon wieder? Keine Ahnung. Müsste rücken. Und dann. Da, Fashionista, okay. Gut. Polizisten. Wir sind aber hier irgendwo. Im letzten Part war hier irgendwo eine Polizistin hier. Aber wo sind sie? Ja, da müssen wir wieder ins Polizeirevier gehen. Wo sind sie? Ziemlich interessant. Da sind ein paar. Keine Polizistinnen mehr. Oh. Nein. So. Gibt es keine Polizisten mehr? Sind alle umgewandelt schon? Das ist auch nicht so toll. Aussteigen. Vielleicht werden neue generiert, wenn man einfach ein bisschen kurz eine Runde macht oder so. Dieses Teil nervt auch unglaublich. So. Wir können selber als Polizistin herumlaufen. Und Polizist herumlaufen. Wir haben ja noch irgendwo einen. Da. Sehr schön. Und wir tun sie gleich mal in den Handschellen. Dadurch. Okay. Hat
jetzt das jetzt geklappt oder was ist los? Wie manchmal. Sind Abominas. Ah, das sind die Dinge, okay. Gib einem Feuerwehrmann eine neue Ausrüstung. Ist das auch? Wo sind Feuerwehrmänner? Wo ist die Feuerwache? Ah, machen wir doch das mit dem Banane. Was passiert eigentlich mit mir? Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt, wenn wir das noch lassen. Wie können wir das machen, wenn nicht drei Menschen in der Nähe sind? Wo sind ganz drei Menschen wirklich in der Nähe? Irgendwo hier. Was ist das, was dort hier? Eine Kiste, ein Karton. Wo sind drei Leute in der Nähe gleich? Können wir kurz. Ja. Können wir kurz drei Menschen in der Nähe. Was? Ich habe ja keine Zeit gerade. Die wollen immer, dass ich habe. Wo sind drei Menschen in der Nähe? Wenig Menschen plötzlich da. Ah, vielleicht vorne beim Ding. Die Abstimmung zum Präsidenten. Die immer noch da ist, obwohl der Präsident ich schon lange bin. Uff. Mann, man ist so langsam als Banane. Da sind vielleicht drei Menschen. Ja, hier sind auch nicht so viele Menschen. Ach komm, hey. Liebe Entwickler, mach doch nicht so schwere Sachen. Das ist unmöglich. Vielleicht hier bei den Bauarbeitern oder so noch. Wir sind mitten in der Stadt und es gibt so wenig NPCs. Das ist unglaublich. Das würde der Entwickler nie Lust haben, dieses Spiel zu machen. Gehabt haben. Machen ja gar nichts mehr. Da haben wir vielleicht drei Leute hinweg. Wenn der kommt. Nein, sind nur zwei. Ja, das sind auch nur zwei. Aua, ganz viele Bananen. Okay, das können wir vergessen hier. Aber wir können verschieben. Die NPCs habe ich gemerkt. Dann machen wir doch hier eine Verschiebung. Ja, hier geht's wieder nicht. Hm. Leute, die laufen, kann man verschieben. Jetzt müssen wir einfach noch einen zweiten, einen dritten Mensch haben. Komm bitte. Wir nehmen jetzt diesen. Hm. Der geht noch dort rüber. Und drücken gleich. Hier. Ach bitte, nein! Lass dich verschieben. Ja, noch ein bisschen laufen, laufe doch endlich. Hey, ich habe hier drei Menschen, wandel dich um. Ah, jetzt machen wir doch das mit dem großen Begründer-Vater-Statue-Zeugs da. Hey, es war genau nebeneinander, aber nein, es wird nicht umgesetzt. Oder am Strand. Oder dann wäre der Strand eigentlich besser da unten. Ja. Und da müssen wir sowieso die Leute noch ins Meer werfen. Nur. Jo, ich glaube, das ist nicht eine Quest, die dorthin gehört. Jetzt ist keiner mehr hier. Und die machen halt auch nichts. Hm.
Vielleicht hier irgendwo. Nein! Lauf, Gottel! Komm, komm! Nein, lauf! Ja! Ja! Mann, es ist so schwierig, manche Sachen zu machen. Das Spiel tut einfach immer sagen, nope, du machst das nicht so, wie du es eigentlich machen willst. Ja, ja. Also, wir haben hier ein Auto. Aber komm, kurz umwandeln in eine bessere Figur. Weil wir müssen jetzt leider wieder hoch zum Gründervaterstatue. Ja. So. Oh, hier haben wir auch den. Ich glaube, wir haben überall hier diese Sachen und so. Geil. Von irgendwelchen Quests oder so, irgendwas haben wir nicht bekommen. Oder ist es im Spiel halt einfach so. Also ich denke, es ist besser, wenn wir nicht den Lift benutzen, sondern hier hochrollen. Ist eine, wieso das geht, dass der Fisch überall hoch kann hüpfen. Ich denke, das ist einfach nicht gewollt vom Entwickler, dass man hier gut hochkommt. Aber ja, wir müssen ja hochkommen, oder? Jetzt kommen wir kaum hoch. Ja, und wie sollen wir jetzt das machen? Ja, wie soll ich jetzt das machen? Ich hab doch nicht so... Nein, ich war... Meine Güte, das Hüpfen muss ja nicht sein. Sonst ständig so weit weg hüpfen. So. Also unbedingt Fisch weg, das geht nicht. Und dann noch... ja, und wo ist jetzt wieder das Teil? Wer schön ist da? Es ist ein Kopf, glaube ich. Ja. So. Ja, komm. Also das ist jetzt wirklich asozial vom Spiel. Ja, und wie soll ich jetzt das... Ich kann ja nicht. Ich kann ja das nicht benutzen, so. Ah, what the fuck. Sowas von blöder Design. Unglaublich. Okay, ich hab's geschafft. So, weißt du, verbuggt schafft man es. Auch wenn es nicht das Gesicht ist, aber... Ich würde mich wirklich zweimal melden, wenn ich sage, ja, das Spiel ist... von mir und ich würde es nicht gut entwickeln. Aber nein, der Entwickler, das ist sowas von egal. Sie haben ja Geld verdient damit. Auf dem Trampolin 10-mal in Folge. Okay. Und sonst eben da diese... Es wechselt da auch ständig. Da. Geisterfilm-Requisite, okay. Da gibt es aber gar kein Geld. Ja gut, Rücken. Okay. Jo, Ghostbusters. Aha, das ist einfach dieser Geist. Okay. Das ist ja natürlich schwer. Wie kann ich das machen? Was sind das für Quests? Wer hat das eigentlich gemacht, solche Quests?
Und wer hat das gemacht, dass das nie gespeichert bleibt? Wie kann man da fünfmal hintereinander die gleiche Person in Besitz nehmen, wenn der so abhebt? Der haut ja ständig ab damit. Ich komme nicht mal hier hoch, obwohl das eigentlich zum Hochkommen ist. Ach, verdammt, das ist so mühsam. Welcher asoziale Mensch macht solche Quests? Ja, jetzt trifft es dann wieder eine andere Person. Wie soll man so etwas schaffen? Hä? Das geht ja gar nicht mehr weg. So kann man es vielleicht nochmal... Okay. Gut, also ich habe es geschafft, indem ich ja den Besen etwas ausnutzte. Ach, das ist ja Wahnsinn, ey. Also wer macht solche Quests? 15 NPCs gleichzeitig. Das kann ich vielleicht noch mit einem Trick machen, den ich schon kenne. Das hier nicht. Und einen Pizzalieferanten. Ich weiß nicht, wo ich einen Pizzalieferanten treffe, aber wahrscheinlich bei der Pizza. Wo war das mit dem Pizzabrücken? Und andere Quests mache ich, glaube ich, gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie ich 10 Menschen in der Nähe, in die Nähe von TNT bekommen soll. Wenn sie auch immer wieder davonrennen und so. Ich könnte sie zuerst verhaften, ja. Aber die lösen sich dann wieder und dann laufen sie auch wieder davon oder so. Also, ich muss doch mal kurz. Wenn ich es nicht so gerne mache. Weil man so lange drücken muss und es so lange geht zum Laden. Hier hin. Und jetzt muss ich einfach einen Pizzalieferanten finden. Also ich denke hier irgendwo nicht eine. Das ist nicht die Pizzeria, die war irgendwo da vorne. Wo könnten Pizzalieferanten sein? Ich weiß es nicht. Das Spiel erklärt, also das Spiel macht so etwas gar nicht. Es ist auch niemand hier am Arbeiten. Keine Ahnung, wieso sind die Menschen so groß? Wo könnte ein Pizzalieferant sein? Wenn dann hier so in einer Vorstadt. Und wie sehen sie aus? Gärtner weiß man, wie sie aussehen. Ja, Dinge auch. Vogelscheuchen. Keine Ahnung. Es war nicht eine gute Idee, aus einem lustige Dinge Let's Play das komplette Spiel zu Ding fertig zu spielen machen. So Sachen sind leider gar nicht so lustig. Das ist sicher kein Pizzalieferant, das ist ein Gärtner. Keine Ahnung, es ist ein bisschen schwer. Hä? Das ist eine Gang oder so, die sich hier aufstellt. Also für mich hat ein Pizzalieferant immer so eine kleine Jacke an. So eine kurze, also dünne Jacke. Banane töten. Die ist tot. Die ist abgeknickt. Ist das ein Pizzalieferant? Der hat Pizza. Du bist ein Pizzalieferant. Pizza. Okay, machen wir wieder lustige Dinge natürlich. Auch wenn wir uns ein bisschen auf eine Mission konzentrieren müssen. Immer wieder lustige Dinge machen. Das ist das Beste. Hier könnte irgendwo... Das ist doch ein Pizzalieferant. Meine Güte, bei uns kommt hier kein Pizzalieferant vorbei. Ich weiß es nicht. Wie soll ich jetzt einen Pizzalieferant erkennen?
mit dem Cape, oder? Der hat ein Cape auf. Also alle, die Cape auf dem Kopf haben. Genau der da. Hey, wunderbar. Ist das ein Pizzalieferant gewesen? Ich glaube, das war ein Pizzalieferant. Ich wette, durch irgendwelche Zufälle, wegen diesen Kackraketen, die immer losgehen, wenn jemand ihn andetscht, habe ich jetzt das gerade ein bisschen vermasselt. Ich glaube, der kommt nie wieder runter. Ich weiß nicht überhaupt, wo er runterkam. Das ist doch ein Pizzalieferant, oder? Hä? Ich verstehe es nicht. Wie selten manche Dinge sind, wenn man sie braucht. Und wenn man sie nicht braucht, sind sie häufig. Dann kommen sie ständig. Schweiß. Du schweißt, dass hier überall Pizzalieferanten sind. Aber what the fuck? Vielleicht Autos mit Pizzas. Ich schau mal auf Autos mit Pizzas drauf oder so. Oder mit Pizzeria dran. Ah, es sind wirklich gar keine Pizzalieferanten unterwegs. Sie haben meistens einen Rucksack noch. Also ja, in den Filmen oder so, aber nicht im Spiel. Echt schon. Das ist Pizzalieferant. Blumen, Infokon, leere Kalorien. Nur leere Kalorien? Das ist ein Pizzalieferant. Hm. Nur Scherze, aber. Das ist ein Pizzalieferant. Definitiv. Immer schön Pizzas. Das ist ein Pizzalieferant. Hundertprozentig. Der ist sogar immun gegen Pizzas. Definitiv. Und die auch. Ja, wie kann man eine Quest machen, wo einfach nicht Pizzalieferanten existieren? Was ist denn hier drin passiert? Von Petflix. Ich will Petflix abonnieren. Ich habe eine gute Frage an euch. Wenn ihr seht, ihr dürft 7 Tage testen, würdet ihr das machen? Weil, ja, 7 Tage testet, ihr müsst 1 Monat bezahlen, ohne dass das geschrieben ist. Das ist der Knackpunkt. Aber scheinbar macht das Amazon Prime so. Ihr dürft nicht 7 Tage testen, nein, wir müssen 1 Monat kaufen. Aber gut, wir haben jetzt halt einfach mal 10 Euro, glaube ich, ausgegeben. Wo ich eigentlich Amazon Prime nie abonniert habe. Nur einmal vor ein paar Jahren. Abgesehen habe, dass alles auf Französisch ist, weil wir in der Nähe von Frankreich leben. Uns auch angezeigt wird, dass ich in Frankreich wohne. Ja. Das ist ein Pizzalieferant. Keine Ahnung. Wir müssen noch uns ein bisschen umherirren. Wieso sind die Pakete überhaupt wieder hier? Die habe ich doch abgeliefert. Das ist ein Pizzalieferant. Definitiv. Und? Schieß! Schleuder deinen Ball mit dem Schläger! So. Das ist ein Pizzalieferant. Mega Pizza-Wurf. Geil. Das ist doch ein Pizza-Lieferant. Pizza-Lieferant. Definitiv ein Pizza-Lieferant. Oh, die arme Frau. Da wird ja immer witziger. Pizzalieferant. Wo gibt's Pizzalieferanten? Mann, es ist die Pizzeria in der Nähe. Pizzalieferant. Diese ploppen NPCs einfach so raus. Wir gehen hoch wieder zur Stadt, denke. Hier gibt's wirklich keine Pizzalieferanten.
Es kommen keine Autos leider. Immer wenn man Autos braucht, es kommen einfach keine Autos. Also bei der Farm sicher nicht. Ich muss irgendwo in die Stadt. Ich glaube, sie sind hellgrün. Sie haben... What the fuck? Was ist gerade passiert? Ich habe keine Taste gedrückt. Okay, wir sind wieder in der Stadt schon. Also, wo ist ein Pizzalieferant? I am Cole! Hello! Hello! I can't see anything. Was ist immer passiert? Man spielt das Spiel einfach so chillig und ständig passiert etwas. Ach, genau, Bananen ausrutschen. Oh, ich hab's schon. Okay, wir hatten nämlich die Hälfte haben wir schon gehabt. Wir mussten, glaube ich, fünfmal nur. Das ist doch ein Pizzalieferant. Nicht? Du? Ah? Der Drago ist immer noch am Rätseln. Wir sehen Pizzalieferanten aus, aber ich glaube, sie sind hellgrün. Und nur wo? Spawnt überhaupt das Spiel? Why is hier ein Sonnenschirm? Gut. 29.1. Was macht ein Sonnenschirm hier in der Mitte des Kreises? Der Kreuz, ja nicht Kreuz, sondern Abbiegung. Ich brauche einen Pizzalieferant. Am Strand! Genau, am Strand. Du bist ein Pizzalieferant. Headshot. Du bist ein Pizzalieferant. Du. Nur du. Du bist doch immer ein Pizzalieferant. Ich will hier mal... Was ist das eigentlich? Ja, aber was ist das? Anmalen irgendwas? Ich will das mal machen. Geht jemand mit mir mit? Du bist ein Pizzalieferant. Hey, du bist doch ein Pizzalieferant, definitiv. Steh jetzt auf, Postbote, was du bist. Postbote, ja. Nein, das ist ein Lieferant. Das da, das da, das da. Der da und der da. Pizzalieferant, ne? Du bist ein Pizzalieferant. Du bist derjenige, der Pizzas kocht. Oh. Oh, meine Recken macht weh. Der andere glitscht lieber in den Boden rein. Pizzalieferant. Ich weiß, wie der Part heißen wird. Wo ist der Pizzalieferant? Irgendwas anderes. Das ist auch keine Lösung. Schade. Also am Strand ist sicher ein Pizzalieferant. Genau hier, die Strandwache, Küstenwache. Komm schon. Vor allem, wieso ist er am Umfallen? Was machen die zwei miteinander? Hä? Was machen die zwei miteinander? Was macht der mit dem Bein? Das sieht nicht gerade sehr angenehm aus. Ja, jetzt ist er definitiv tot. Das ist ein Pizzalieferant. 100 Pro. Ah, das war die Küste. Ja, das stimmt. Du bist ein Pizzalieferant. Pizzalieferant. Keine Ahnung, ich kann das nicht lösen, wenn ich mich keinen finde. Also eben ein Auto könnte irgendwo herumfahren, was mit Pizza zu tun hat. Das ist ja mit Flasche, Dose. Pizzalieferant, Pizzalieferant, Pizzalieferant. Entführen, komm, entführen, hopp, entführen. Ach, noch ein bisschen schneller, komm schon. Ist das Pizzalieferanten? Mann, jetzt, endlich. Gut. Pizzalieferant, du? Oh, meine Männerstimme ist verrückt. Pizzalieferant, komm jetzt zu mir. Kram, es fahren auch wirklich viel zu wenige Autos rum. Das ist auch wieder ein Postbote. Was ist jetzt hier schon wieder passiert? Ich war nie hier. Der muss aufs Klo, oder?
Er muss definitiv aufs Klo. Mal überfahren. So. Pizza-Lieferant. Das ist eine Vogelscheuche. Eine Heuschrecke. Okay, gehen wir wieder nach unten. Also vielleicht ist hier ja ein Pizzabotenauto irgendwo. Aber ich kenne mich echt. Also ich habe mich nie so Gedanken gemacht. Wo ist ein Pizzaboot? What the fuck ist manchmal los? Vor allem mit meinem Auto. Ja, ich bin auch schwarz. Diese Spur. Das ist doch ein Pizzalieferant. Das ist ein gutes Auto. Keine Ahnung. Es liegt an einer einzigen Kostümquest. Das ist ein Gärtner. Was ist das eigentlich für eine Gang? Ah, hier sind die Grünen und hier sind die Roten. Können wir Krieg miteinander? Also eigentlich denke ich, es ist hier. Hier muss irgendwo ein Pizzalieferant generiert werden oder so. Gehen wir mal hier hoch noch. Keine Ahnung. Gibt es irgendwo... Es gibt irgendwie nicht so ein Event, was mit so etwas zu tun haben könnte. Keine Ahnung. Also ich weiß es echt nicht. Falls wir zufällig auf einen Pizzalieferanten treffen, ja. Oh ja, es fahren auch wirklich nicht viele Autos herum. Es ist zu schwer. Die Entwickler haben einfach manche Sachen so ultra selten und schwer zu steuern gemacht, dass einfach alles nicht so möglich ist. Wäre. Das ist ein Pizzalieferant. Der ist immer noch hier. Lol. Pizza. Der Pizzabauer. Das wäre auch ein guter Name. Sehr schön. Ja, weiß er nicht, das sind zwei Sachen rausgekommen, obwohl eigentlich bei den Menschen das nicht passieren wird. Keine Ahnung, ich bin hier direkt neben der Pizzeria und jemand liefert die aus. Keine Ahnung. Und es ist immer kaputt. Immer wenn ich hier hinkomme, ist alles kaputt. Sogar Pizzas liegen herum. Du bist auch kein Pizza-Liefer? Du, definitiv, du bist Pizza-Liefer. Oh, voll in die Fresse. Ah, oh, schon wieder Banane. Du bist doch Liefer. Du bist Pizza-Liefer. Du hast die Farben davon. Lol, der spielt Basketball. Hey, Bananinato da. Wegdummt. Und Ball treffen. Ball treffen. Ball treffen. Ball treffen. Ja. Hey, hör auf, andere Menschen zu planen. Okay, es ist keine Banane geworden. Weg damit. Schmobbe-Banane. Du bist Pizza-Lieferant. Ich weiß es nicht. So schwer. Irgendwie werden zu finden. Was machen die Leute? Schade. Hör ich jetzt nicht an. Schon wieder eine Banane. Oder ist das das gleiche? Also schade. Ja, ich hätte gerne noch eine solche Quest machen können. Du bist doch Pizza. Du bist Pizza. Du hast eine Pizza. Du hast eine Pizza da. Komm schon, bitte. Nein. Steh bitte.
Nein. Also ich habe ihn getroffen. Du hast eine Pizza drauf, oder? Nein, das ist nicht anders. Okay. Das ist ein Bunny. Aber es war eine Pizza drauf. Von weitem, also von nicht gut sehen schon. Es passieren sehr komische Dinge manchmal. Ach stimmt, die werden ja immer zum Schwimmbad hochgeliefert, ja. Okay, der Part ist ja schon ein bisschen länger geworden, weil wir nicht so viel gemacht haben. Also ja, nicht so viel gemacht mit Content, aber viel gesucht haben. Jo. Aber ich mach's gerne. Dann muss ich ja nicht immer ständig diesen Besuch aushalten. Jetzt haben wir einen neuen in der Wege und der bekommt noch mehr Besuch. So umständlich einfach für andere da zu sein als für die Wege. Das ist einfach viel besser. Das ist halt alles für beeinträchtigte Menschen, also die ja vor allem sozial, also nicht soziale Probleme haben, aber einfach irgendwie Unterstützung brauchen müssen. Gerne sozial sind. Und sind meistens nicht können. Ah! Eine neue Goldstatue im Krater. Die hätten wir sonst nicht gefunden, wenn wir den Quest nicht gemacht hätten. Wo ist eigentlich der Wirbelsturm? Haben wir denn nicht gemacht? Ich habe den Wirbelsturm nie mehr gesehen. Hä? Ist der einfach aus? Oder müssen wir die Quest noch machen? Ich guck mal kurz noch, was dort hin ist. Ist ja schon die Ecke. Da tanzt auch niemand mehr. Jo, wir haben den Pizzalieferanten nicht gefunden. Schade. Es sind auch so viele diese und die Rennwagen unterwegs. Es ist gar nicht mehr so einfach, irgendwas zu finden. Naja. Gut, also ich schaue mich noch mal ein bisschen um und tu dann den nächsten Part vielleicht dort beginnen, wo ein Pizzalieferant ist. Du bist ein Pizzalieferant. Der wurde gerade ein bisschen länger. Boah, der ist auch gut. Ich kann einfach nicht aufhören, aber... Schauen wir auch nächste Folge, ob wir irgendwie... etwas freigespielt haben mit diesen Quests, mit diesen, wie heißen sie? Instinkten. Ja, wir haben noch ein paar und ja, wir müssen ja auch noch mal was machen mit dem, Stunts, oder? Fahrzeugstunts mit den Schanzen, ne? Jo, gut. Boah, böse Zicke. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Bastard.